Es ist erstmal eine Standortbestimmung, eine Zusage des Handwerks hier für unser Messestandort Cottbus. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir natürlich in Hochzeiten der Konjunktur, gerade im Handwerkerwesen, noch so viele Aussteller haben, zeigt, dass Cottbus, dass die Region interessant ist, um sich hier, sag ich mal, zu präsentieren, um Angebote vielen, hoffentlich vielen Bauwilligen zu geben. Und insofern ist das eine ganz tolle Geschichte, die ja nun zum 29. Mal schon stattfindet. Und ich freue mich schon auf das nächste Jahr, wenn es dann ein Jubiläum gibt. Das zeigt, wie kontinuierlich auch, und das ist aus meiner Sicht wichtig, die Sparkasse, die Handwerkermesse hier über die ganzen Jahre, Jahrzehnte unterstützt haben, und das soll auch so bleiben. Ist da der Besuch des Präsidenten des Deutschen Handwerks heute zur Eröffnung ein Ritterschlag? Also das ist etwas ganz Besonderes. Das ist eine hohe Wertschätzung auch für die Arbeit der Handwerkskammer Cottbus, die natürlich ihre Handwerker hier vertritt. Ist auch ein Ritterschlag für den Präsidenten der Handwerkskammer, der natürlich auch bundesweit sehr gut vernetzt ist, Peter Dreißig. Und insofern freuen wir uns, dass er die Schirmherrschaft übernommen hat. Ich bedauere es ein bisschen, er kommt aus Köln, dass er heute beim Karnevalsauftakt, beim Heißen in der Stadthalle nicht mehr dabei sein kann. Aber die Worte, die er heute hier rübergebracht haben, die kamen gut an. Und ich glaube, das war sehr, sehr gut und wichtig für die Stadt Cottbus, aber auch für die Handwerkerschaft. Ja, mein Kollege hier, der Handwerkspräsident Peter Dreißig, der hatte mich angesprochen. Er hat gesagt, also du eröffnest immer die internationale Handwerksmesse in München. Jetzt musst du dir aber auch mal anschauen, was wir hier in Cottbus alles auf die Beine stellen. Das ist auch eine internationale Messe. Und ich muss sagen, also der Messerundgang, der beeindruckt mich schon. 280 Aussteller, 12.000 Besucher. Ich kann nur jedem Cottbusser und Lausitzer empfehlen, hierher zu kommen und sich mal über die Leistungskraft des örtlichen Handwerks zu informieren. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Ja, dem Handwerk geht es im Moment nicht schlecht. Wir haben eine Konjunkturprognose, die deutlich höher ist als in der Gesamtwirtschaft. Wir prognostizieren für dieses Jahr 3-4% plus. Im letzten Jahr waren es über 5% plus. Also das Handwerk kann im Moment gar nicht klagen. Aber wir haben natürlich auch Probleme. Herausforderungen gibt es auch in so einer Zeit, weil wir brauchen Fachkräfte. Dadurch, dass die Nachfrage mehr geworden ist durch niedrige Zinsen, durch niedrige Energiepreise, hohe Löhne, ist es so, dass ja nicht auf einmal mehr Handwerker da sind. Und die fehlen uns und deshalb werden die Wartezeiten leider länger. Wir versuchen wirklich mühevoll mit viel Engagement junge Leute fürs Handwerk zu werben, ihnen zu zeigen, Mensch, im Handwerk kannst du gute Karriere machen und man kann mittlerweile im Handwerk auch ganz gut verdienen. Dass zum Beispiel der Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender sich intensiv für die berufliche Ausbildung einsetzen und auch für die Gleichwertigkeit der Bildung einsetzen, der akademischen und der beruflichen. Und das ist sehr, sehr wichtig, um das Ansehen zu erhöhen, um die Wertschätzung auch für Handwerk, für Berufsbildung zu erhöhen in der Gesellschaft. Ja, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir also auch auf Schulen zugehen und uns sehr bemühen. Aber von der Regierung wünschen wir uns, dass jetzt endlich mal ein Berufsbildungspakt kommt. Es gibt schon seit Jahren Hochschulpakte. Und jetzt ist es an der Zeit, auch mal einen Berufsbildungspakt aufzulegen, der auch dann mit Geldmitteln gefüllt ist. Wir brauchen bessere Berufsschulen, die wirklich in Schuss sind. Wir brauchen mehr Lehrer an den Berufsschulen. Wir haben Bildungszentren des Handwerks, die sich digitalisieren müssen in der Ausstattung. Für all das brauchen wir auch eine Förderung. Handwerk zahlt schon sehr viel, tut schon sehr viel, aber alleine schaffen wir es dann doch nicht. Da brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Also viele, viele Bürger und viele Kunden wissen das gar nicht, dass Handwerk schon wirklich digital ist in allen Bereichen. Ich könnte Ihnen also erzählen, dass es Dachdecker gibt, die mit Drohnen die Dachschäden begutachten, die Dächer vermessen. Ich könnte Ihnen Steinmetzbetriebe nennen, die mit einem Roboter die Grobarbeit leisten, sodass also wirklich die Spezialisten nur noch die Feinheiten machen müssen. Und vieles, vieles mehr. Eigentlich in jedem Handwerk. Bäckereien sind voll digitalisiert. Die Firma 30 ist also voll digitalisiert. Aber es gibt natürlich auch noch Handwerksbetriebe, die ein Stück weit hinterher hinken. Und die wollen wir motivieren, dass sie auch den Weg gehen. Weil es ist einfach so, wenn man wettbewerbsfähig sein will, dann muss man rationalisieren, dann muss man auch investieren. Und das Investment in Digitalisierung ist zurzeit das Beste.